die Aufzeichnung von den Pistenfahrzeugen. Man sieht genau die Streckenführungen, die sie machen. Wir haben in den letzten Jahren kontinuierlich daran gearbeitet, dass wir nicht die Spuren doppelt fahren. Und somit haben wir den Verbrauch gesenkt von den 40 Litern auf den 233 Litern. Vor Beginn der Arbeitszeit kontrollieren wir immer die Maschinen, ob die Ölstände, Wasserstände in Ordnung sind. Bei Windmaschinen kontrollieren wir das Seil, ob es keine Brüche hat, dass wir die Nacht reibungslos arbeiten können. Die Pisten sind leer, alle Skifahrer sind runter. Beim herrlichen Sonnenuntergang fangen wir unsere Arbeit an. Die Skifahrer haben den Schnee runtergeschoben und auf den Seiten raus. Wir beginnen wieder, den Schnee in die Mitte zu bringen und nach oben zu schieben. In den Steigen hängen müssen wir uns mit der Seilwinde anhängen, um den Schnee raufzubringen wieder, wo er hingehört. Jetzt sind wir auf einer sehr steilen Piste angekommen. Und hier ist sehr, sehr wichtig, auch auf allen anderen Pisten, dass ab 5 Uhr keine Personen mehr auf der Piste sind. Insbesondere, wo man mit der Seilwinde hängt, ist die Verletzungsgefahr sehr, sehr groß.